Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsvideo. Und wie ich schon angekündigt habe, geht es diesmal um den Golden Demon 2024, der auf der Spielemesse Essen stattgefunden hat. Ja, unglaublicherweise das erste Mal in diesem, überhaupt das erste Mal auf der Spiel der Golden Demon. Games Workshop gab es schon jetzt einige Jahre und meines Erachtens wurde Games Workshop auch immer größer. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so abwegig, dass der Golden Demon dort stattfand. Ja, was ist jetzt der Golden Demon? Eigentlich relativ einfach, die besten Maler oder die Maler, die denken, dass sie die besten sind, arbeiten an einer Miniatur, an einem Diorama, wo mehrere Miniaturen sind, vielleicht auch eine Kampfszene und so weiter und so weiter und bemalen das für eine lange, lange Zeit häufig, also es wird nicht an einem Abend gemalt und dann eingereicht, sondern da kommen wirklich die krassesten Maler überhaupt, die mit speziellen Techniken arbeiten und deswegen auch gleich mein Appell, das ist nicht einfach nur eine Mini bemalen, was man sich mal so gönnt, weil man ein Brettspiel auspackt, nein, das sind Miniaturen oder beziehungsweise also das sind halt alles Games Workshop Miniaturen, das ist das Wichtige, was man halt vielleicht auch nicht vergessen darf, aber diese Bemaltechnik und so weiter sind über Jahre im Üben, Trainieren, viele, viele Arbeitsstunden, dazu kommen wir aber gleich. So, und das ist der Golden Demon. Anschließend gibt es aber auch in dem Golden Demon extra einzelne Kategorien wie Single Miniature. Oder dass eine ganze Gruppe aufgebaut wird, da muss man halt wirklich 5 Miniaturen bemalen und so weiter. Also wie gesagt, Dioramen gibt's, Großminiaturen gibt's, es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwo eine Kategorie zu finden, wo seine Miniatur reinpasst und dann kann man die dort abgeben. Es gab extra Zeiten, wann man abgeben durfte, bis wann, weil die Jury musste ja auch noch die ganzen Miniaturen sich anschauen und auch mit Klebchen machen, ob sie die cool finden oder nicht. Und da gab es auch nochmal extreme Abstufungen mit, soweit ich jetzt so verstanden habe, halt für die Finals, dass man halt gesagt hat, so okay, sieht super aus, das würden wir uns nochmal anschauen, es geht hier in die finale Runde zu irgendwelchen, das fanden wir besonders cool, aber irgendwie, also es gab da so Abstufungen, die ich halt auch nicht so ganz gerafft habe, aber alle Leute, die sich damit auskennen, die haben sich gefreut, denn sie haben so einen Pin bekommen, so einen Anstecker mit einem Golden Demon und sollte wohl irgendwie so heißen, knapp vorbei oder sowas, ich habe keine Ahnung und da war schon die Freude groß. Ja, so, ich muss mal ausholen, weil ihr seht, ich habe ja auch einen. Also ich drehe mal die ganze Sache zurück, weil ich nämlich auch gelesen habe, der Golden Demon kommt nach Deutschland. Ja, könnt ihr vergessen, den gab es schon lange, lange bei uns hier in Deutschland, nämlich in Köln. Aber bevor das so richtig anfing, war ich ja auch jung. Sieht man mir nicht an vielleicht, aber war ich. Und ich fand den Golden Demon oder beziehungsweise Games Workshop sowieso immer richtig cool damals. Ja, wirklich, man muss auch da sagen, da war ich jung, naiv, dachte mir, wow, was für eine coole Firma, da bemalt man Miniaturen und dann bekommt man sein Gehalt und das ist auch alles so eine coole Bubble und die ist so mega und zur damaligen Zeit war das wirklich so, wir haben viel Geld dort gelassen, aber was alles noch im Rahmen war damals und wir haben viel gespielt und wir haben auch viel gemalt, beziehungsweise ich habe wirklich sehr, sehr viel gemalt, weil ich einfach meine Armeen fertig haben wollte. Und da wurde ich immer besser und immer besser und irgendwann gab es dann den Golden Demon in Köln. Ja, und in Köln war das jetzt nicht unbedingt so eine Eintagsfliege, sondern es war relativ häufig. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wie viele Jahre. Ich gehe mal von 10 Jahren aus. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 Jahre bei Games Workshop gearbeitet. Also ich weiß es aber nicht genau. Irgendwann habe ich es nicht mehr verfolgt. Auf jeden Fall saß ich zu Hause und dachte mir, in der Zeitschrift heißt es, es geht nach Köln. Und da habe ich mit meinem Vater gesprochen und habe gesagt, ey, da will ich hin. Und dann hat er gesagt, ja, können wir machen. Von Berlin nach Köln. Aber nicht ohne eine Mini. Also habe ich einen Hochelfen gemalt und Blitze ans Schwert gemacht. So,
wie ich es heute manchmal noch sehe. Nicht beim Golden Demon oder beziehungsweise nicht, wenn die gewonnen haben, häufig nicht der Fall, aber viele sehr, sehr gute Maler machen das mittlerweile und ich finde es sehr lustig, weil ich habe das damals auch gemacht. Vielleicht war es nicht besonders cool, keine Frage, aber ja, ich fand's cool. Und dementsprechend, als die Mini fertig war und ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben habe und gedacht habe, so, ich werde auf jeden Fall gewinnen, ist ein Trugschluss. Die fanden es schon gut. Das war aber auch eine andere Zeit damals. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann halt zur Bühne, oder beziehungsweise es war dann, ich glaube, es war auf der Bühne, dass man sich das angucken konnte. So wenig war das an Material oder beziehungsweise Leute, die gekommen sind. Es war jetzt nicht so richtig viel. Und das war auch noch so im Aufbau von Miniaturen bemalen. Das bedeutet, ich habe da meine Mini eingereicht und ich habe sogar, da ich in die Finals komme, und ich dachte mir so, ich kann einen Golden Demon gewinnen. Und ich denke, ich war so 17, 16, 17, 18, sowas in dem Dreh, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich habe es nicht gewonnen. Gar keine Frage. Da waren viel, viel bessere Maler. Aber egal, das Gefühl war cool, ich könnte da was machen. Ich habe aber dann nicht nochmal was eingereicht, meines Erachtens. Oder vielleicht doch. Es ist zu lange her. Das Gedächtnis filtert einfach irgendwann Sachen. Auf jeden Fall war ich beim Golden Demon häufiger. Denn, ja, es war dann eigentlich nicht der Golden Demon, sondern der Games Day, wo in Köln jedes Jahr alle Läden aus Deutschland zusammengezogen wurden. Es kamen auch welche aus England natürlich, aber die Läden waren halt bestrebt oder sollten dann halt Spieltische bauen mit Miniaturen und allem drum und dran. Und dann konnte man dort auch zum Games Day gehen, konnte spielen an den Tischen. Die Mitarbeiter haben einem da geholfen oder halt auch ein bisschen erzählt und gequatscht, wie sie es gebaut haben. Es war ein Mega-Event, weil die gebauten Tische waren auch teilweise ultra krass. Also wirklich, wir hatten sehr, sehr gute Leute, die gebaut haben. Ich kann da gar nicht mehr so viel von erzählen, weil es so viele Tische waren. Wenn man sich überlegt, ganz Deutschland, da waren schon einige, ich weiß gar nicht mehr, 20 oder mehr Geschäfte oder Läden, die überall verteilt waren. Und da hat man sich dann getroffen. Und dann gab es auch diesen Golden Demon, der dann halt direkt dort war. Es wurden Sachen eingereicht und aus unserem Geschäft, aus dem Berlin 1er Laden, wurde auch einer nominiert, der dann halt in der Jury saß, weil der halt gut malen konnte. Und die Jury ist da auch immer rumgelaufen. So, und eines Tages habe ich dann halt zu meinem Kollegen gesagt, ey Kirill, lass uns doch da als Mitarbeiter mitmachen, weil die Kategorie gab es damals auch. Golden Demon für Mitarbeiter. Und dann konnten die Mitarbeiter gegeneinander sich betteln. Und da haben wir mitgemacht. Und Kirill wollte eigentlich nicht. Er hat gesagt so, ja, nee, so gut bin ich nicht. Habe ich gesagt, ey, ich gebe auch was ab. Ist doch egal. Hauptsache, wir machen mit. Ja, und deswegen habe ich den guten Freund gewonnen. Also, vielleicht war ich schon gut, aber niemals so gut wie die Profimaler. Und das erkläre ich auch gleich, warum und weshalb das so ist. Wir bei Games Workshop haben ja dann damals immer auf Masse und recht schnell gearbeitet. Auch wenn wir es nicht cool fanden, aber die Sachen mussten ja fertig werden. Die mussten auch in die Vitrine. Dementsprechend mussten wir schnell Techniken anwenden, dass es cool aussieht, dass man nicht zu viel Zeit aufwendet. Und dann gehen die in die Vitrine und man sieht die Neuheiten in diesem Monat relativ zügig dann schon. Das bedeutet, wir konnten natürlich auch Armeen relativ schnell bemalen. Und auch für den Games Day, da mussten natürlich auch Armeen gemacht werden, Listen geschrieben werden und da musste schnell runtergerusht werden, die ganze Arbeit. Und dementsprechend haben wir das gelernt. Das kann man aber nicht vergleichen mit einem Malwettbewerb. So, und dementsprechend war das halt cool, dass wir, Kirill hat den Silbernen bekommen, ich habe den Bronzenen bekommen, aber das war völlig in Ordnung und ich bin damit auch völlig fein, weil ich das einfach total cool fand, dass wir beide da auf der Bühne standen. Meine Mini ist auch in einem White Dwarf, das ist eine Zeitschrift, die jeden Monat rauskommt und Kirill natürlich auch. Und von dem anderen weiß ich gar nicht mehr, wer das war, der hat auf jeden Fall den ersten Platz gemacht, das war sehr cool mit Orks, glaube ich. Ja, und das ist schon sehr, sehr lange her. Damals habe ich dann irgendwann gesagt, so, ey, ich mache mich selbstständig als Miniaturenbemaler. Und das ist auch schon Ewigkeiten her. Da habe ich eine eigene Firma gehabt, und zwar Mini-Atelier.
Und dann konnte man bei mir Figuren bestellen oder beziehungsweise ich habe die auch eingekauft oder entgratet und grundiert und so weiter. Und das wurde dann alles rechnerisch gemacht. Ich habe Fotos gemacht, habe es den Leuten geschickt, die mir die zugewiesen haben. Und die haben dann halt gesagt, so mega, pack ein, schicke ich dir. Und dementsprechend konnten wir das halt, oder habe ich das halt, ich weiß nicht, 1,5 Jahre, 2 Jahre gemacht, bis mein Sohn zur Welt kam. Aber in der Zeit habe ich 60 Stunden die Woche gearbeitet an Miniaturen bemalen für andere, nicht mehr für mich. Das hat natürlich auch nochmal so ein i-Tüpfelchen an Malerfahrung gebracht. Jeden Tag 60 Stunden, Samstag, Sonntag, manchmal teilweise auch. Ja, nichtsdestotrotz ist dann bei Games Workshop oder bei mir da so auch so ein bisschen das alles weggefallen. Ich habe trotzdem noch gemalt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne Malen von Miniaturen werde ich unzufrieden, weil das irgendwie so ein Bestandteil meines Lebens ist seit über... schlag mich jetzt tot. Über 30 Jahren? Ja, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir aber zu dem Games Day jetzt 2024, wo ich mich echt gefreut habe, dort reinzugucken in die Vitrinen. Und man kam am Donnerstag an und es war natürlich noch nicht viel da, weil man musste natürlich erstmal warten, bis die alle ihre Miniaturen gebracht haben. Und dann haben wir auch einige Miniaturen gesehen. Ich blende hier immer mal wieder ein paar Sachen ein, die nicht unbedingt gewonnen haben. Weil die Gewinner könnt ihr euch alle anschauen. Ja, könnt ihr euch bei Games Workshop anschauen oder bei Brückenkopf hat einen schönen Bericht gemacht, brückenkopfonline.de. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Die machen immer richtig gute redaktionelle Arbeit. Für mich ist es ja eher so, was habe ich da erlebt? Erlebt habe ich, dass natürlich der Golden Demon einen großen Zuspruch gefunden hat bei internationalen Leuten. Denn wir reden hier nicht von irgendwelchen Leuten, die in dem Kellerchen sitzen und einfach nur eine Mini malen, sondern die machen sich krass Gedanken, haben vielleicht auch schon mal Workshops besucht, wie von Roman Lapert, der in der Jury saß, 2024. Ich habe bei dem auch schon mal Workshop besucht, war einfach mega cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Der Typ hat halt Ahnung, der ist halt auch Lehrer für Kunst und das merkt man auch. Der kann gut vermitteln und der hat halt mega coole Techniken, hat mehrere Golden Demons gewonnen und so weiter. Und jetzt sieht man da in dieser Vitrine und wenn man da keine Ahnung hat, dann sieht man einfach nur eine Mini. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist total cool. Natürlich für jeden, der jetzt keine Ahnung hat, aber dann ein Diorama sieht, wo 50, 60 Miniaturen verarbeitet sind, der wird auf jeden Fall sagen so, wow. An der einen Mini kann man es nicht unbedingt sehen sofort, wenn man nicht so den Plan hat. Wenn man aber Maler ist und schon 30 Jahre malt, dann sieht man auch schon richtig coole Sachen. Man sieht wirklich die Verläufe von den Farben und so weiter. Wir reden aber auch von Miniaturenbemalung, die einfach mal eine Arbeitskapazität da reinbieten, die wir einfach nicht können oder nicht wollen. Und das ist auch nicht schlimm. Wenn ihr also da auf so eine Miniaturen schaut, ja, dann schaut euch genau an, was da gemacht wurde. Weil auf dem ersten Blick sieht es manchmal so aus, ah, kann ich auch. Ja, aber wenn man die Arbeitszeit damit reinnimmt und wenn man sich die Mini auch noch wirklich richtig gut angucken kann, direkt im Original, was ja die Jury macht, die im Grunde die Miniaturen mitnehmen, nach hinten, das war so in der Mitte, und dann ausleuchtet mit Tageslichtlampen, dann kann man genau sehen, was dort gemalt wurde. Und jeder Fleck, der falsch gemacht wurde, wird da auch gesehen. Es gab einige Kategorien, in denen die Miniatur bewertet wurde. Es ist also nicht einfach nur, ja, ist sie super gemalt, sondern ist das Stimmungsbild komplett. Fängt es da die Miniatur ein. Da geht's schon los. Und noch viele andere Sachen, die halt die Jury bewertet hat. Aber natürlich auch das Maltechnische. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo man dann halt sitzt. Wenn man dann aber auch sieht, dass so eine Miniatur, die man dort in der Vitrine sieht, die aus Frankreich kommt, aus Texas, wo sie überall herkam, internationales Malen. Der Golden Demon ist hier nicht einfach nur eine Nullnummer, wo man so einen Pokal kriegt und dann ist gut. Nein, der hat schon eine Bewandtnis in der Malbubble, sage ich mal. Und wenn man so eine Miniatur sich anschaut und derjenige 700 Arbeitsstunden da reingepackt hat, dann weiß man, dass man noch weit, weit entfernt ist, um sowas zu gewinnen.
Und da ist es auch egal, ob ich glaube, dass ich gut bin. Natürlich ist es jedem freigestellt, da eine Mini mitzubringen und die einzureichen und mal zu gucken, wie weit man kommt. Und es gibt immer wieder erstaunliche Sachen, dass man ein Jahr gemalt hat und auf einmal gewinnt man einen Golden Demon. Also wo ich sage so, wow, was für ein Naturtalent oder wer weiß, vielleicht hat derjenige oder diejenige auch schon viel mehr mit Maltechniken vorher an Bildern, Ölbildern oder so gearbeitet. Aber miniaturentechnisch so muss man einfach sagen, das ist eine harte Hausnummer. Ja, und jetzt war der Golden Demon. Wir waren natürlich... Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, tut mir leid. Wir waren zur Preisverleihung nicht da. Ich habe auch nicht alle Miniaturen einfangen können, weil wir am Samstag ja zu Hause waren. Am Sonntag habe ich dann relativ spät erst alles geguckt. Und da war es aber auch so, dass man schlecht an die Vitrinen kam. Es war wirklich voll in der Halle 1. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch schön zu sehen, dass die Leute Interesse haben an Miniaturenbemalung, an sehr, sehr hohen 700 Arbeitsstunden. Das ist mal ein Monat durchgängig 24 Stunden einfach durchgeackert, damit man dann eine Miniatur einreicht für einen Preis. Naja, nicht ganz einen Preis. Es sind ja drei Sachen, die man gewinnen kann. Entweder gewinnt man Bronze, Silber oder Gold. Und von allen Einreichungen guckt die Jury nochmal ganz besonders auf alle Goldgewinner. Und aus allen Goldgewinnern, von allen Kategorien, und das sind nicht wenig, wird dann der allerbeste noch rausgezogen. Und der bekommt das Slayer Sword. Und das ist ein echtes Schwert. Ja? Und dieses Slayer Sword hat aber noch mehr Bewandtnis. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber so zu 95% will ich euch auf jeden Fall das auch noch erzählen. Denn in England gibt es so eine coole Hall of Fame. Ja? Und das ist eine Wand, die direkt in Nottingham ist, wo Games Workshop herkommt. Und dort werden angeblich alle Teilnehmer, die einen Golden Demon gewonnen haben, ja, und ich... Nee, oder alle Slayer Sword Gewinner, vielleicht auch das. Das würde für mich mehr Sinn machen, weil es gibt so viele Golden Demon Gewinner, werden dort rangepinnt. Und das finde ich eine coole Sache. Ne? Also selbst wenn ich da nicht hinfahre, mein Name steht da. Also wenn ich Slayer Sword Gewinner bin. Also von daher, das ist schon krass. Aber man muss trotzdem überlegen, wir sind in einem normalen Level, wo wir halt eigentlich Miniaturen bemalen. Und die wollen wir auch schön bemalen, gar keine Frage. Aber wollen wir sie auf einem Niveau bemalen wie ein Slayer Sword Gewinner? Ich denke nicht, außer natürlich, ihr habt darauf Bock. Wenn ihr 700 Arbeitsstunden investiert in euer Hobby, werdet ihr nicht mehr zum Miniaturenspiel oder Brettspiel kommen, weil woher die Zeit nehmen? Ihr müsst an der Mini malen. Und das ist immer das, was mit Hobbys natürlich zu tun hat. Ja, der Perfektionismus, den man an den Tag legen kann, ist ja beim Sport genauso. Da hat man ultra krasse Leute, die wirklich tolle Sachen machen können. Völlig in Ordnung und finde ich auch super cool, dass es sowas gibt. Aber man muss für sich selber den Weg finden. Und eine schöne Miniatur kann auch, also so wie ich male meistens meine Mini in 3 bis 4 Stunden, dann ist eine Mini komplett fertig. Und dann ist sie auch schick und schön für mich. Für einen Slayer Sword Gewinner, der würde wahrscheinlich sagen, so, gruselig. Aber das ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es nicht, einen Golden Demon zu gewinnen. Für mich war das die einzige Möglichkeit zu gewinnen, weil ich wusste, dass ich nicht so gut bin, um mich mit diesen Leuten zu battlen. Ja. Aber wenn ihr Bock darauf habt, ich habe ein paar, also da könnt ihr auf jeden Fall nochmal gucken nach den Gewinnern, weil die habe ich nicht so wirklich eingefangen. Ich habe aber andere Miniaturen eingefangen, die so cool sind. Und dementsprechend habe ich euch die ja eingeblendet. Macht euch da, ich finde es einfach schön, auch diese Leute, die sich da hinsetzen und hoffen auf einen Golden Demon, dass die genauso gewertschätzt werden wie alle anderen, weil die haben nicht minder so viel Arbeit da investiert. Ja, man muss immer noch gucken, natürlich bin ich ein Profimaler, habe ich ein eigenes Studio, verdiene ich damit mein Geld oder bemale ich zu Hause neben meinen Kids und der Familie und meinem Hobby Fahrrad fahren, dann kann das so nicht funktionieren.
Eins wollte ich noch unbedingt sagen, die Youngbloods sind die Jüngeren, also es ist wirklich, ich glaube, unter 14. Und da gab es schon einige krasse Leute, die was eingereicht haben, wo ich mir gedacht habe, so, wow, meine Güte. Sehr, sehr cool. Die gewinnen natürlich auch. Und das finde ich auch schön, dass diese Kategorie extra nochmal dafür gibt, weil das ist ein richtig schönes Hobby. Ja, macht euch beim Malen bitte den Rücken nicht kaputt, bitte die Augen nicht kaputt. Ich habe jahrelang unter einer billigen Lampe gearbeitet. Mittlerweile habe ich 3 Tageslichtlampen, um das so gut wie möglich auszuleuchten, damit man malen kann. Ja, da fängt es nämlich schon an. Besorgt euch ordentliche Pinsel, ordentliche Farbe. Habt ihr keine richtig gute Farbe, könnt ihr nicht ordentlich malen. Habt ihr nicht genug Zeit, dann macht nur Kleinigkeiten. Habt ihr mal mehr Zeit, nehmt ein größeres Projekt in Augen. So, vielleicht sehen wir uns ja dann 2025 bei dem Golden Demon. Würde ich mich freuen, wenn ich euren Beitrag dort sehen würde. Aber bitte nur, wenn ihr die Zeit und Bock drauf habt. Wenn es Stress wird, lasst es lieber sein. Es gibt genug Stress im Leben. So, ich hoffe, das kleine Video zum Golden Demon hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch, ein Abo wäre cool oder schickt mir eine Farbe. Schickt mir eine Farbe, klar, als hätte ich keine. Also wie gesagt, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag mit Gespielt XL, weil das muss nämlich jetzt auch langsam raus. Macht's gut, bleibt gesund. Nicht so wie ich bin ja immer noch krank und angeschlagen, aber Montag geht's wieder zur Arbeit. Yay! Und dann sehen wir uns am Sonntag. Bis dann, macht's gut, euer Tigurion.